Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Runde. Peters. Verstehen Sie Spaß? Was? Oder was? Oh, nee, dann schalten Sie 20.15 Uhr wieder ein zu einer neuen Runde Petersilienhexe. Aber jetzt verstehen Sie Spaß. Du bist. Aha, du bist. Einmal mit Profis arbeiten. Hab dich. Nein! In diesem Sinne, viel Spaß bei dem Video. Hallo! Schon an? Ja, ja. Also der Plan ist, ich bin ja groß genug. Warte, ich tu mal kurz hier ein bisschen weggehen. Ein bisschen, also das Zelt ist ja so gefühlt 5 Meter. Da muss ich jetzt den Rucksack wegtreten. Passt nicht. Auf aber jeden Fall. Hier wollen wir das Zelt herstellen. Da ungefähr. Und so hoch wie der Baum wird das ungefähr. Eingang werden wir wieder wahrscheinlich in die Richtung machen. Je nachdem wie es gerade liegt, ja. Machen wir ein bisschen Schnee weg. Nach der guten alten Schipp und Schipp und Schipp. Na doch, Schipp. Nico hat seine Schneeschippe vergessen. Das ist schrecklich. Da, hat er vergessen, einfach so. Ja. Ja, hier. Ich hatte hier unten ein bisschen da. Schnee, Wald, Zagatan. Macht er immer noch. Kann er auch sehr gut, finde ich. Elegant wie eine Gazelle, die seit 3 Tagen im Straßengraben liegt. Ja, mindestens. Da, 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 da. Gut. Wir haben wieder unser Mannschaftszelt dabei. War schon ein, zwei Mal dabei. Werden sie wieder oben in die Ecke schmeißen. Wie wir es aufgebaut haben, umgebaut haben. Und jetzt geht es eigentlich darum, dieses ganz, ganz kleine Zelt für viele, viele Leute aufzubauen. Willst du ziehen? Ja, ich ziehe. Warte. Wie ein großes Knallbom-Bom. Eins, zwei und... Und das ist so unglaublich schwer. Und jetzt schneiden wir es zusammen, dass das Zelt steht. Genau. Und jetzt so. Eins, zwei. Da ist es. Das ist herrlich, wenn man zaubern kann. Und was braucht man natürlich noch im Winter mit dem großen Zelt? Damit es schön kuschelig wird. Der Ofen. Der Ofen. Der steht schon drin. Den bauen wir jetzt auf. Mit dem Ofen war schwer laufen. Ja, übelst schwer ist. Ey, ich weiß nicht, ob das Ding 40 Kilo wiegt. Nein. 42. Übelst krass. So, hier drin ist der Kuschelhöhle. Da steht der Ofen. Hier haben wir uns ein bisschen eingerichtet schon. Und was heißt, wir haben einfach reingeschmissen? Genau so ist es. Deswegen. Und go! So. Sehr gut. Freunde! So laut. Die Leute hören uns. Wir sind ja im Vorgarten. Kannst du nicht machen. Das Zelt steht, der Ofen steht, jetzt wird kuschelig, wuschelig eingerichtet. Ich hätte gesagt, wir müssen erstmal Holz machen, solange es noch hell ist, dass wir... Nico hat eine große Axt dabei, da will ich es übernehmen. Ich axten, kein Ding. Wenn ihr sägt, axt ich. Axte, beginne. Ich mach das gerne. Ja, dann sägt mal los. Ich brauche ja Stücke zum Axten. Ich suche mir in der Zeit mal einen richtig geilen Hackenklotz. Aber vorher... Schöne Rohren. Ich würde gerade auf den Arsch klatschen, da fiel mir ein, du bist ein Kabel. Du gehst auf Arbeit auch immer. Das ist ein Kabel. Hat dich das sonst schon mal gestört beim Arschklatschen? Ist jetzt gegen den Ofen gerannt? Ja. Verdient. Verdient.
Zieh durch! Heilig! Du bist nicht mehr drauf. Die Sonne ist schöner als du. Ha, Sensei! Fleißig. So, jetzt geht's zum Holzhacken. Zu einer neuen Folge Mystery im Wald. In diesem magischen Wald soll sich ein Schatz verstecken, der vor Jahrhunderten hier von einem reichen Königreich vergraben wurde. Und wir sind heute auf der Suche danach. Ich habe ein Gespür dafür, dass wir dem Schatz sehr, sehr nahe sind. Wahrscheinlich hier. So ganz plump versteckt hinter einem verschneiten Baumstamm und hinter Geäst, was nicht aussieht, ob das hierher gehört. Da graben wir uns etwas frei und ziehen aus diesem magischen Schatz gesägtes und gehacktes Holz. Ist das nicht der Wahnsinn, was hier für Schätze lauern? Wir haben den heiligen Gral von König, blöden Namen einsetzen, Hallemar gefunden. König Hackeklotz. König Hackeklotz. Das ist ja fast so, als ob hier schon mal jemand war, hä, Ricardo? Unmöglich. Unmöglich. Wie gesagt, aber das ist Jahrhunderte her. Das sieht aus wie aus der Steinzeit oder so. Man weiß es nicht. Wir können es auch nicht genau sagen. Wir wissen nur, dass wir es dafür nehmen können, damit es im Zelt warm ist. Deswegen machen wir erstmal weiter. Ricardo macht auch weiter. Der holt immer mehr raus. Wie so eine Schatzkammer. Liebe Kinder, heute zeige ich euch, wie benutze ich einen Gaskocher in einer Winterumgebung, in ein Zelt richtig. Wir schwenken. Warte mal. Das machen wir nochmal, oder? Das war ein bisschen Kauderwelsch. Das macht er nicht. So. Liebe Kinder. Heute. Man kann euch das nicht ernst nehmen. Hier, heute zeigen wir euch in unserer Sendung, wie verwende ich einen Gaskocher sicher, ohne dass er umstürzt. Was ist denn heute noch los? Wir schwenken die Kamera. Man braucht immer einen geraden Unterlage, ne, dass er ja nicht kippelt. Und was wäre besser geeignet als gerade Unterlage als ein Zeltofen? Ja. Und unter Mikro. Mein Anheizer, der das machen wir natürlich, das fangen wir erstmal an. Und zwar das, unten das. Das Holz liegt nur drin, um den Ofen zu stabilisieren, dass der Ofen nicht kippelt. Ja, ist nämlich aus. Und Nico wird schon wieder die Gelegenheit nutzen und seinen Müll da reinschmeißen, ja, der elendige Hund. Das ist nur Anzündpapier, wie es gehört im ordentlichen Ofen. Du hättest mal hier deine Ofenluke sauber machen können, hier. Schau mal hin. Was hier. Denn? Ist das sauber? Die Scheibe habe ich extra sauber gemacht. Ja, ich sehe es. Das siehst gar nicht, sonst würdest du ja gar nicht rumjammern. Ich will da nicht ein was sehen. Ich möchte poliert sein und blinken. Der meckert nur rum, die ganze Zeit. Ja, so ja. Und hier, guck mal hier, schon wieder Schnee auf die Plane geschippt hier. Da. Das gibt dann noch böses Blut, sag da. Ich. Böses Blut. Guck mal, wie er grinst. Das ist halt so typische, ich sag jetzt mal so Haushaltsmeisen. Das liegt daran, dass er die Frau zu Hause ist. Und das ist heutzutage noch so Sachen. Frau Innen? Nee, Quatsch. Ja. Ich glaube, das kann man nicht nehmen. Egal. Wir machen erstmal einen Tee. Jawohl. Und dann gucken wir weiter. Aus dem Fenster. Na. Der Ricardo hat sich eingepackt, ey, übelst krass. Eingepuschelt. Naja, die Jacke auf der Isomatte, eine kleine Decke und meine Kissen ist hier der Schlafsack. Der könnte auch noch auspacken. Man muss mal sagen, der Ricardo hat die diese Savotta, wo ist mein Finger? Da ist mein Finger. Die Savotta Isomatte, gell, die Rollmatte, die eigentlich für finnische Winter ausgelegt ist. Reicht aber auch für den Deutschen.
Und für Norwegen aber nicht. Nein, nur für Finnische. Aber die Matte ist übelst geil. Ne? Ich hatte die mal im Sommer mit, das war der dümmste Fehler, den ich je gemacht habe. Gut, weiter geht's. Ich finde, es ist kalt. Na, ach so. Ja, aber wir sind hier bei minus 12 Grad im Wald. Ja. Der feine Herr möchte noch 8 Stunden ohne Feuer da ja, sitzen. Ja, weil ich gerne erstmal mein warmes Essen essen möchte, was noch warm ist, ja. Ja, bevor es nachher kalt ist. Aber man könnte ja auch mal an seine anderen Kollegen denken, die frieren. Er hat seinen Schlafsack gerade ausgerollt, weil er sich reinlegen wollte. Und jetzt kann man da wieder rum, wenn es kalt ist. Das ist ein Russe. Wir haben den Ofen mit, den wollen wir anmachen, um 2 Uhr im Zelt. Nein, das heben wir uns für heute Nacht auf. Es sind auch tagsüber minus 10 Grad hier, das ist ein scheiß Wald. Wie war das in dem letzten Video mit dem Mannschaftszelt? Oh, wir nehmen keinen Ofen mit, brauchen wir nicht. Ja, ich hab keinen gebraucht. Schneefalle Mannschaftszelt. Kommt bei dir einmal im Jahr zum Einsatz, jetzt mach das Ding an. Jetzt gib mir nicht das Schwein, mach mal enden. Mach einen fertig. Mach das jetzt an. Nein, machst du nicht. Jetzt die Pulle runter hier. Runter mit dir. Scheiß. Weg mit dir. Ja, das ist schon mein eigenen Ofen, mit haben wir 2. Mach ich mir in einer Ecke schön warm und du gehst da rüber in die Kälte. Und trittst blöd. Das ist ein Tscheche. Josef, was gibt's denn bei dir jetzt Feines überhaupt? Quinoa mexikanischer Art. Tintenfischeier. Ich weiß nicht, was das ist. Ich hab's einfach mal probiert. Oder ich will es mal probieren. Weil ich so probierfreudig bin. Und mir nicht kalt ist. Ja, das auch. Schön. Herrlich. Jetzt gucken wir aus dem Fenster raus, schön alles weiß. Aus den zerknitterten Fenstern. Sag mal, ein Feuer an, ne? Jungs. Machen wir schöne Knäckerchen an. Gleich. Es war Zeit. Geht gleich los. Ich würde das gerne noch filmen, wenn es hell ist. Und Nico möchte nämlich noch ein bisschen Holz machen gleich. Wir haben ganz viel Holz gemacht. Ganz viel. Ja, vieles nicht. Das linke ist der Schatz, das rechte ist das neue Holz. Der Schatz? Schatz. Junge. Der Schatz. Wir machen immer zu viel Holz und schmeißen immer die Hälfte dann weg. Wir machen uns immer einen Haufen Arbeit. Wir sind auch schon im Thüringer Wald, haben wir nochmal das Nachtholz gemacht, wo es blöd war. Ja. Und? Aber nachts kann man auch einfach nur in den Schlafsack gehen. Ach so? Ja. Ich hole euch dazu, wenn es wieder. Was war vorher hat er gesagt, übrigens, wenn ich nachts um 2 wach werde, dann mache ich nochmal ordentlich Holz in den Ofen rein. Ja, das ist ja was anderes. Bis Feuer brennt. Wir haben die Regel ja nicht gemacht. Ja, Regeln sind da, um sie einzuhalten. Gell? Wenn das Feuer brennt, müssen wir eine Nascherle trinken. In dem Fall heute ein Glen Orgy, Blended Malt Scotch Whisky, 5 Jahre gereift, aus Schottland. Das klingt gut. Blasen sie gut aus. Hast du gezählt? Deckel ins Feuer. Nee, wie gezählt? Na, wie oft es geknackt hat. Ist das wichtig? Ja. 7-mal. Zählt nach, schreibt es in die Kommentare. Also ich denk mal, wenn ich mich nicht verzählt habe. Wo ist denn deine Tasse? Da steht vor dir. Ach. Na ja. Vielen Dank. Nico möchte nicht, der freut sich auf die zweite Leckerei, die wir heute haben. Der ist, Nico? Der isst ja gerade. Ja, ja, ich muss gerade essen. Ich hab ja. Da ist nämlich ein wunderschön, einen schönen Bouillon. Wie sieht das denn aus, ey? Der hat nämlich ganz Hühnerbrühe mit Nudeln und Hühnerbouillon. Hast du fette Brühewürfel reingeschmissen? Fette Brühe? Nee, es war so. Fette Brühe. Gibt's? Pulverscheiß. Fettbrühe. Steht da, fette Brühe. Alter. Kannst du perfekt nehmen zum Maultaschen aufwärmen. So, wir kosten mal. Zum Maultaschen aufwärmen. Nee, klar. Und außerdem trinke ich nur Alkohol mit Freunden. Deswegen bin ich nicht dabei. Das ist ein Russe. Wir sind Kollegen. Und solange die Kamera läuft, sind wir Kollegen. Oder so ein Bild. Ja. Hm. Ja? Ich hab auch bloß meine Tasse gehabt. Kupferspan. Josef stand heute früh noch an der Drehbank. Hat wieder Halbleiter gedreht für die Arbeit. Ja, gut. Ja. Wir melden uns. Oh. Ich finde müde. Geht
geht. Also, Vorgeschmack ist jetzt nicht so geil, aber okay. Übrigens, Ricardo hat wieder seine, wie ihr seht hier, seine Lichterkette mit. Mhm. Achso, stimmt, die haben jetzt gerade auf, nicht auf Panik, sondern einfach auf Dauerbeleuchtung. Die ist quasi im Zelt fest integriert. Muss zwischendurch nochmal das Batteriefach suchen und Batterien tauschen. Weil so ein großes Zelt ohne bunte Lichterkette. Hä? Brauche ich auch kein großes Zelt. Also, nee, geht nicht. Wie schmeckt deine Bouillon eigentlich? Sehr gut. Das ist schön. Einfach geil, was Heißes, Warmes mal zu sich zu nehmen. Ja, wer kam denn auch auf die Idee, hey, lass uns im Winter rausgehen? Ich weiß es nicht. Mit einem sauschweren Ofen und mit einem sauschweren Zelt. Im Winter. Ja. Wir quatschen ja schon viel zu viel Dünnes. Ja. Hallo. Das sehe ich. Ah, ist das hell. Alk. Alk. Man sieht meine Kinskins. Je nachdem, wie weit ich mich zurücklehne. Was war das? Kinskins? Na, die Mehrzahl von Kin ist Kins. Aber bei Kins tut sich das eine N streichen. Das ist K-I-N-S. Trotzdem noch vier Buchstaben bleiben. Kins. Die Mehrzahl von Kin ist Kins. Jetzt, komm mal her, wir kommen noch zur Sache. Kins. Also, heute haben wir wieder was ganz Spezielles dabei. Weihnachten steht vor der Tür. Leider ist mein Bruder nicht dabei, denn ich habe sein Lieblingsgetränk mit. Ja, das stimmt. Omas Glühweinbude. Auch damaliger Sponsor unseres, unserer Weihnachtsgeschichte vor 2 Jahren, glaube ich. Ne? War das vor 2 Jahren? Sponsor, das kannst du gar nicht sagen. Das war der Sponsor. Wir blenden euch das Video mal da oben ein. Das ist ein übelst geiles Video. Hat extreme Produktionskosten. Das war der Hammer, gell? Da haben wir uns wirklich übernommen. So, heute gibt es natürlich Omas Glühweinbude mit ein paar Südfrüchten. Ja. Aus Nico seinen Garten. Päpferlein aus meinem Garten, genau. Gut, lass uns mal schnippeln und dann werden wir diesen leckeren Punsch brauen. Braumeister Nico. Ach geil, das Licht schon verbrannt. Ich mag mein Glühwein aber eher nicht. Ich kann übrigens aus meinem Schlafsack nicht rauskommen, denn ich habe einen Schlüpper an. Ja. Weil die Hose liegt mittlerweile immer noch dort. Da ja. Liegt sie. Da. Die ist leider ein bisschen nass geworden. Nico war aufgeregt, uns zu sehen und da ist es halt passiert. Ne? Ihr kennt das. So okay, das. Sicher? Ihr kennt das. So Freunde, wir haben jetzt den zweiten Packen Glühwein aufgemacht. Nein, 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 das ist der erste. Entschuldigung, der erste. Ich kann sagen, übertreib's mir nicht. Ja, das ist jetzt wärmt von innen nach außen, ja. Der Ofen wärmt von außen nach innen. So, hat er jetzt getrunken, ohne dass wir angestoßen haben? Ja. Nein, ich habe nur gerochen, weil ich wissen wollte, ob diese Orangen und Zitronen, die wir da reingestellt haben. Wollt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob Nico jetzt einfach getrunken hat? Ich habe nicht getrunken. Also ich habe vorhin schon mal gesagt, ich trinke nur mit Freunden. Aber selbst unter Kollegen hat man Anstand. Stößt schön. Zum Wohle. Auf die Gesundheit. Mhm. Also, diese Zitrone und die Orange. Bringt dann nochmal. Schmeckt gut, ja. Ja, das es schmeckt auf einmal nach Glühwein und nicht nach. Es kratzt ja, nicht mehr so krass Omas, im Hals. Das ist gerade das Schöne eigentlich. Das schmeckt nicht nur nach Omas Tüten, schmeckt auch nach Früchten. Omas Tüten, Omas Glühwein. Ja, Omas Tütenglühwein. Aber Omas Glühwein ist trotzdem, es war unser Hauptsponsor. Ich verlasse das Thema. Ich hoffe, dass Omas Glühwein uns mal anschreibt und sagt, hey, ich gebe euch einen Karton aus, so ein 500 Liter Kanister. So ein 500 Liter fast. So ein IBC zum Abzapfen. Das ist ja geil. Oh, da musst du erstmal beheizen, das Ding. Oh, ich würde das so kalt saufen. Wir zapfen uns immer Liter raus und dann kriegst du. Das kannst du auch als Eistee saufen im Sommer. Ist das eklig. Also ich hatte ja schon vor, im Sommer Glühwein auf dem Balkon zu trinken. So ein Tässchen Glühwein auf dem Balkon. Und dann sagst du, ja, jetzt gehst du ins Bett. Reicht für heute, ne? Aber Eistee. Als Eistee zu trinken. Das stimmt geil. So schön im Freibad, auf der Luftmatratze. Und was trinkst du heute? Ich trinke Glühwein. Halt. Mit einem Schirmchen drin, ja? Oh, herrlich. Bringt euch auf jeden Fall ein Gespräch weiter, ne? Ja, immer. Das stimmt. Und ein Lächeln. Ich glaube, ich werde es probieren, aber ich habe echt Gesicht. Angst davor. Weil du nicht nüchtern bist, oder was? Nicht nur dir zaubert es ein Lächeln im Gesicht, auch deinem Gegenüber, den du im Freibad im Sommer erzählst, ich trinke Glühwein. Wahrscheinlich alle auf lange. Ich trinke übrigens Glühwein jetzt auch im Sommer. Kalt. Du kannst auch Lächeln reinzaubern. So, Freunde. Es eskaliert schon wieder. Naja. Alles klar. Wir müssen da noch Essen machen, übrigens. Essen. Es wird aber heute nicht kulinarisch. Aber also ein bisschen schon, aber nicht ganz. Nein, nein, kulinarisch kann es nur mit Tino werden. Aber das stimmt. Auf jeden Fall hören wir euch dann gleich wieder dazu, wenn es soweit ist. Mhm. Ja, Freunde. Also für euch ist es so ein... Für uns ist es 2 Glühweinlängen, weil Tim oder, Kessel ist noch was. Oder 3. Nein, nein. Wir wissen es noch nicht. Ihr snitzt schon wieder. So, wir snitzen immer. Nein, bis gleich zum Essen.
Herrlich. Man sagt so einer Frau nicht herrlich. Bei Frauen reicht eine Ecke schon, ja? Und das ist aber auch heiß. Heiße Soße. Schönes Ding. So, alles klar. Gut. Das Problem ist, ihr hört uns noch zu, weil wir kommen nicht auf den Ausknopf. Da ist ganz da vorne. Hallo! Hier ist der kleine Kochlöffel, weil ich bin der kleine Koch. Insiderwitz versteht ihr nicht. Es gibt heute eine One-Pot-Pasta. Beziehungsweise ich probiere mich an einer One-Pot-Pasta. Mit Wiener Würstchen, da gewisse Leute Fleischsachen immer ein bisschen schwierig essen wollen. Und deswegen haben wir uns auf Wiener Würstchen geeinigt. Ein Gesicht. Deswegen wird es diese mexikanische Weide mit Wiener Würstchen, mit Mais, Jalapenos, Tomatensauce und schön. Und jetzt haben wir ja schon mal, ihr habt ja gerade gesehen, haben wir reingeschmissen. Das lassen wir jetzt kurz ein bisschen erwärmen, weil es ist ja halt hubatzkalt, ne? Ein bisschen Hitze drauf geben, die Wiener will anbraten, in Anführungszeichen. Und dann geht's dann weiter. Hoch, runter, hoch, runter. Aber was ist mit den Tomaten? Wir wissen es nicht, was mit den Tomaten passiert ist. Wir wissen es einfach nicht. Mhm. Kein Mensch weiß, was mit den Tomaten passierte. Niemand weiß es. Das ist so geil. So geil. Ich verstehe sowas nicht. Nee. Ich bin zu intelligent für sowas. Aber sie sind noch flüssig, nicht gefroren. Flüssig? Ja, absolut. Ja. Herrlich. Aber sobald Sauerstoff. Ich glaube, so geht das, oder? Macht man das so? Tino, war das jetzt so zum Kochen? Also macht man das so, genau? Oder so? Ich weiß es nicht. Ja, aber da ist immer noch die Frage, wieso ist denn das mit den Tomaten? Na, weil das, ich glaube, es muss so rein. Passiert. Und jetzt probieren wir das nochmal. Mit den Nudels. Also irgendwas. Ja, ein bisschen Wasser noch. Ich will es gerne. Ein bisschen Wasser reinschieben. Herrlich. Das Eimer Tino nicht mit mir. Kein Mensch kann kochen, ne? Es ist ja so schwierig. Aber ich glaube, also irgendwie so funktioniert das. So? So ja, klar. Wie denn sonst? Na, das Essen ist. Also wir haben alles, die Tüten sind weggeschmolzen, das ist wichtig, ne? Wir hatten hier diese Verpackung von diesen passierten Tomaten und den Nudeln, die sind mittlerweile weg. Ja, wir haben, erkennt sich gar nicht mehr. Ja, das ist der Vorteil an dieser One-Pot-Pasta. One-Pot, ein Topf, alles reinschmeißen, haben wir getan. Und siehe da, da. Stimme ist nicht geölt. Ja, es sieht akzeptabel aus, also wir haben jetzt hier Nudeln mit einer scharfen Tomatensauce, Mais, Wiener Würstchen und Jalapeño. Jalapeño muss man betonen wie Jalapeño. Ich weiß es nicht, wie betont. Das ist geil. Nico, wie betont man sonst Jalapeño? Das war schon richtig. Mit ganz viel Jalapeño. Du musst quasi Jalapeño. Ja, Gottes Willen, nee. Nee, also ich würde sagen, das ist okay. Können wir verteilen und dann können wir was schmausen. Und ob es den Leuten schmeckt, ist mir scheißegal. Nico, was sagst du dazu? Ich werde es überleben. Du wirst überleben? Bin ich gerade sehr hell. Ja, du bist heller als. Du wirkst quasi etwas erleuchtet. Ja, ich freue mich auf alle Fälle, denn ich mag sehr gerne scharfes Essen und Jalapenos sind echt nice. Ich würde die auch so essen. Boah, übelst geil. So ein Glas Jalapenos mit scharfer. Schreibt mal in die Kommentare, wollt ihr sehen, dass Nico 7 Jalapenos sich in den Mund steckt und kaut? 7. 1, 2, 3. Der Nico ist übrigens auch der Typ, der gerne diesen Sud, diesen Saft aus diesen Gläsern auf Ex. Also wirklich auf Ex wegtrinkt. Ich schreibe mich damit doch manchmal ein an bestimmten Stellen. So, Freunde. Also wir essen jetzt diese One-Pot, es entsteht kein Müllpasta. Schmeckt echt sehr gut. Sehr scharf, aber die Jalapenos sind ein bisschen. Also genau das Richtige, um bei diesen Temperaturen nicht auszukühlen quasi. Ne? Echt lecker. Hat er gut gemacht. Also selbst ohne Ofen im Zelt wird es diese Nacht sehr warm bei uns. Ja. Ich habe es ein bisschen gut gemeint mit den Pfeffer, glaube ich. Oder die Jalapenos waren. Übrigens, ich bin scharf und alles streut. Ich weiß es nicht. So scharf sollte es nicht werden, aber. Aber geil. Ist okay. Ist noch nicht so, ich brauche Milch oder Brot. Aber ist okay.
kann man mal essen. Was gibt es bei euch halt eigentlich zu essen? Ist das scharf. Ich hoffe, es gibt nicht so harte Nudeln. Du hast schon aufgegessen? Vielleicht. Ich finde es aber, also wir haben alle quasi natürlich unterschiedliche Teller, ne? Ich habe diesen schönen breiten, Josef diese Schale und Nico diese noch größere Schale. Alle haben etwa so theoretisch dieselbe Menge behalten, ne? Und ich bin noch fast vollständig. Ich habe auch noch sehr viel drin, ne? Und Josef ist quasi so ein, es gab was zu essen? Wieso denn? Ich fange jetzt nochmal an. Also nicht so, dass wir haben noch, der Topf ist noch locker für zwei Portionen voll, mindestens zwei. Ist auch nicht so, dass Josef tagsüber schon übers reingestuft hat. Josef, es gibt aber Sachen wie Essen, wie jetzt zum Beispiel sowas, das schmeckt nur, wenn es heiß ist. Es ist einfach so, ja. Was sagst du zu kalter Pizza? Na, wenn man früh nach Hause kommt und es ist kalte Pizza im Kühlschrank und man hat ungefähr noch das Bier von einer Stunde im Mund, ja, dann ist das was Geiles. Ach, so eine schöne kalte Pizza. Natürlich nichts gegen eine frisch gebackene Pizza, aber wie du gerade beschreibst, so diese Geschichte, ich komme jetzt nach Hause, weil es später geworden ist auf der Arbeit und esse jetzt die Pizza aus dem Kühlschrank. Ja, von der Arbeit, genau. So eine schöne kalte Pizza. Das stimmt, das geht mal, muss aber nicht immer sein, weil eine heiße Pizza ist einfach besser. So, Freunde, ich nehme jetzt noch mal was zu essen. Wir lassen jetzt den Abend noch ein bisschen ausklingen. Wir haben wahrscheinlich hier noch mal ein bisschen. Eventuell gibt es noch mal Glühwein. Das Ofenfeuer zeigen, noch mal hier mal Glühwein kredenzen. Oh, ist das scharf, ey. Und dann ist der Abend auch schon wieder vorbei. Aber ihr werdet es sehen, wie erotisch kann es werden. Ja. Ricky kommt und sagt ja. So, Freunde. Gegessen, getrunken, alles alle. Ich fühle mich auch nicht ganz wohl. Der Ofen brennt noch, den lassen wir nach und nach ausglühen jetzt. Die Lichterkette blinkert. Das ist echt anstrengend, das Blinkern. Ja. Ja. Das ist echt krass. Boah, ich bin jetzt richtig müde. Voll gefressen. Voll gesoffen. Viel gesoffen. Ja, da kriegst du jetzt gleich noch eine Schelle in deinem Pen, der. Besser ist es. Ich gehe auf alle Fälle noch mal kurz raus und dann. Was? Mach ja nicht die Tür auf. Das sind die ewigen Jagdgründe für heute. Herrlich, oh geil. Das hat richtig gut schlafen, das sehe ich jetzt schon. Ihr wisst, was das heißt? Die Aufwände aufs Feuer. Das Licht geht aus, wir gehen nach Haus. Rabimmel, Rabammel, Rabum. Genau. Und morgen früh seht ihr wahrscheinlich, wie Nico wieder nicht aus dem Schlafsack rauskommt. Es ist so kalt. Sehr wahrscheinlich, ja. Ja, das Schöne ist ja, wir haben die Kamera und können das zuerst auf Nico filmen. Keiner sieht, wie wir aus dem Schlafsack kommen. So, alles klar. In diesem Sinne. Wir zeigen euch noch ein bisschen Feuer. Und dann sehen wir uns morgen früh wieder. Bis denn. Ahoi. Pause. So, wer geht jetzt vor und macht die Kamera aus? Na du. Wird schon ein bisschen zusammengepackt hier, Kollegen. Mhm. Guten Morgen erstmal. Genau. Haben wir guten Morgen gesagt. Wir sind schon. Also ich bin. Sorry, bin ich verschluckt. Ich war heute schon um 5 Uhr wach, die anderen beiden Dullis um 8. Ja, aber ich länger länger. Ich konnte nicht schlafen, weil. Also das hier ist meine Matte, ja? Josef, zeig das mal. Hier lag Josef. Und Josef ist in so einer Kuhle und er ist praktisch immer auf mich draufgefallen. Ist immer auf mich draufgerutscht. Und das krasse ist, wir haben ja beide diesen Defense 6. Da kürzten wir nur aus so einem kleinen Loch raus, ja? Und da ist praktisch Josef mit seinem Loch immer auf mein Loch gefallen und hat dann übelst geschnarcht. Das war relativ pervers. Ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken soll. Und ich weiß gar nicht, wie oft ich dir die Nacht den Nierenhaken gegeben habe. Du hast es gar nicht gecheckt wahrscheinlich. Weil ich einfach geschlafen habe, ja. Es war kalt. Wir haben uns gegenseitig gewärmt. Aber wir haben es Gott sei Dank nicht gefilmt. Und du, Ricardo, hast du geschlafen? Es ist kalt. Sonst gut, wenn Josef sein Geschnarchen nicht gewesen wäre. Ach, Ricardo, das Zelt ist jetzt fast leer. Fast leer, genau. Also die Schlafplätze sind beräumt. Ich muss meine Isomatte noch zusammenräumen, dran helfen, meine Jacke anziehen. Genau, dann noch den Ofen abbauen. Dann das minimale Holz, was wir vielleicht zu viel gemacht haben. Ja, ein bisschen. Fällt nicht auf, dass es zu viel ist, aber... Naja, vielleicht verbuddeln wir wieder einen Schatz, wie beim letzten Mal. Mal gucken, was uns... Aber es ist frischlich. Es ist echt kalt. Nicht für mich.
Den Sonnenaufgang haben wir auch gesehen. Mhm. Das sah schön aus. Ein paar Tiere haben wir leider nicht gesehen. Aber dafür sind wir zu laut. Eindeutig, viel zu laut. Macht aber nichts. Wir hatten ein schönes Wochenende gehabt, draußen in der Natur. Mhm. Kalt, aber gut. Wir haben natürlich für die nächsten Schatzsucher schon mal was vorbereitet, um wieder diesen magischen Schatz aus dem Winterwunderland versteckt. Gutes Brennholz. In unserem Dachsbau. Genau, vielleicht bereiten wir uns ja wieder mal in den paar Jahren, wo wir das noch machen, werden. Alle zwei Jahre sind wir hier und wir lassen immer Holz da. Aber, wie gesagt, das war echt eine reine Glückssache, dass wir unseren alten Platz wieder gefunden haben hier. Ne? Also, vor zwei Jahren waren wir genau, also nicht genau, vor zwei Jahren waren wir auch genau hier. Ja, wir haben extra nachgeguckt und verrückt, dass wir bald genau dieselbe Stelle nochmal wieder gefunden haben. Echt cool. So, Freunde, das war's. Sind wir durch? In Wort. Es ist alles in Sack und Tüten, wie man sagt. Ne? Also, das war ein Sack. Theater, das Ding zusammenzubauen. Das ist alles übrigens gefroren. Ja. Diese Fensterscheiben, die da drin sind, das sind so Plastikfensterscheiben. Das kam mir vor wie eine Holzbahnplatte. Du musst aufpassen, dass es bricht beim Zusammenlegen. Es war auf jeden Fall wieder ein nettes, kleines Abenteuer. Ja, mit unserem Zelt. War wieder echt toll da drin. Wenn ihr wollt, wenn ihr wissen wollt, wie wir das umgebaut haben, da haben wir diese Videoserie, die wir, naja, wisst ihr ja schon, verlinken werden. Hier oben. Merkt ihr das nie? Da oder da? Deswegen, so. Ja, es sind drei Teiler, da haben wir das Zelt umgebaut. Ja. Da waren handwerkliche Geschicke. Geschicke. Ja. Das ist ein geiles, Video. Müssen richtige mal Skills. Haben wir uns gestern auch nochmal angeguckt im Zelt. Weil wir gucken ja auf jeder Tour nochmal ein eigenes Video an und denken eigentlich, geil. Krass, hat der Nico abgenommen oder hat der Josef zugelegt? Meistens zugelegt. Also solche Sachen. Gut, Leute, schön, dass ihr dabei wart. Ja, ja. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal und deswegen. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Das ist gut. Ich bin da voll hinfliegen müssen noch. Ja. Ist aber nicht. Ist er aber nicht. Schnauze. War's schön. Ein ja, guter. Ja. Deswegen dachte ich, kann man sich denn nur bei allem, was man zusammen macht, naja, dauernd ich entaste. Was? Ich lasse übrigens den da übrig, der wichtig ist. Nee, ich wollte weitermachen. Ich wollte doch einfach nur die Kameraperspektive wechseln. So, hier kannst du. Da weiß ich nicht wo. Das allerwichtigste Utensil, wenn man im Winter im Wald schläft, sind die Hausschuhe. Weil ja. Im Zelt keine Straßenschuhe. Die habe ich aus dem Kühlschrank geklaut. Schöner. Herrlich. Der Einzige, der daran gedacht hat, ist tatsächlich Ricardo. Ja. Ich habe keine Hausschuhe zu Hause, weil ich nie welche anhabe. So was habe ich gar nicht. Herrlich. Ich habe keine Hausschuhe. Ist Schöneres. Ja, habe ich noch nicht. Ja, ja, Kunden. Wo ist denn der Ofen so schnell aus, was behindert ist? Action! Saus! Wir sind wieder unterwegs! Hallo! Tag! Ja, es ist übrigens immer noch weiß, gell? Oh. Seit dem letzten Mal. Oder? Seit wann das letzte Mal? Im Sommer? Ja. Mir ist der Salzstreuer ausgerutscht bei der Suppe. Ricardo ist schuld, wie immer. Es ist übrigens noch Suppe da. Suppe da. Suppe da. Es ist sehr schwer, deswegen. Weiter geht's. Los. Aber wir fehlen tatsächlich. Ja! Kannst du jetzt bitte Salz? Salz kann ich dir geben, wenn du möchtest. Ich hab hier mehr Salz. Oh. Das war mehr Salz als sonst. Ich hab extra. Ich sing einfach mit. Und damit fällt die Wintermelodie nicht auf. Und es ist so schön. Weihnachtsstimmung. Kannst du auch mal zur Galante. Achso, die sieht man sowieso hier. Die Galante. Übrigens, es rieselt der Schnee. Ja. Es rieselt der Schnee. Und über den Rieseln, dann schläft die Josef. Und weil wir übertönen die lizenzpflichtige Musik in der Hoffnung, dass es funktioniert. Heilig. Und wir singen. Winter Wonderland. Wir singen das Zelt Wunderland. Übrigens, wenn ihr das Video seht, dann ist Weihnachten bestimmt vorbei schon. Ihr könnt sie auch nochmal angucken, wenn Weihnachten dreimal vorbei ist. Genau. Ich wünsche euch frohe Ostern. Ja, und ein gesundes neues Jahr.